Soll es wieder funktionieren? Ne? Hi Stream! heute mal wieder mit Disney Dreamlight Valley. Haben wir ewig nicht mehr gezockt. Ich dachte, jetzt wird es Zeit. Oder? So, dann. Gehen wir ganz kurz dahin. Wie man sieht, ich habe ein neues Profilbild. Hohohoho. Ja, jetzt. Ja, gut. Funktioniert so, wie ich will. Ich hoffe, meine ganzen Alerts und so funktionieren auch. Ja, super. Dann machen wir mal weiter, ne? Ewig nicht mehr gespielt. Ja, gut, vor ein paar Tagen privat, aber ja. Jetzt. Ja. Aber jetzt, im Stream schon sehr lange nicht mehr. Und deswegen dachte ich, boah, jetzt machen wir mal wieder. Jetzt machen wir mal. Aber wenn ich keinen Bock mehr habe, dann spielen wir DVD. Oder Final Fantasy, je nachdem. So, gucken wir doch mal. Oh, das ist nicht euer scheiß Ernst. Das ist doch gerade, wie soll ich das denn schaffen? Ihr scheiß Mobber. Oh, das ist. Wie man sieht, ich habe mir auch ein neues Outfit zusammengestellt. Wo ist denn die andere Münze? Nein! Wie asozial ist das einfach? Alter, ihr seid so scheiße. Ihr seid scheiße. Boah. Direkt Aggression. Mein Inventar ist schon wieder voll. Wie kann das sein? Oh, jetzt lädt er schon wieder so langsam. Wow, danke schön für 3 verschenkte Abos. Hey. Alter, hast auch zu viel Geld, oder? Dann muss ich jetzt mal Sachen verkaufen. Dankeschön. Jo. Was wollte ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich total vergessen, was ich machen wollte. Alter, das hat mich gerade voll durcheinander gebracht. Genau, wir wollten verkaufen. Nämlich hier ein bisschen was. Genau, ich weiß, was ich beim letzten Mal gemacht hatte. Ich war am Farmen gewesen, ne? Geld farmen. Das hatte ich gemacht. Ja. I remember. Stimmt. Quests war ich am Machen und am Geld farmen, wie man unschwer. Also ich hatte bis vor kurzem hatte ich noch über 40.000 Gold. So. Ja. Ja, ich kann jederzeit wiederkommen. Ne? So, ich habe jetzt bei anderen Streamern gesehen, man kann sich Truhen bauen, damit man mehr Lagerplatz hat. Darauf hätte ich auch mal von alle irgendwann mal drauf kommen können. Ne? Ich bin halt auch so. Hier, so eine Truhe brauche ich. Da brauche ich 25 Weichholz. Okay. Das ist ja einfach zu. Das kriege ich ja schnell. So, 1, 2. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Lagerraum, damit wir halt mehr kochen und mehr lagern und ihr wisst schon, damit ich immer ein volles Inventar habe. Es geht so nicht mehr. Das funktioniert ja auf Dauer nicht. So. Da freuen sich die 3 Leute. Der Raystar, der CD und Looking for Freedom haben alle ein geschenktes Abo bekommen. Wobei ich mich frage, warum der Letzte das bekommen hat, obwohl der mir überhaupt gar nicht followt. Das ist schon creepy. Was denn? Nix. Du hast dich so komisch geräuspert. Ja, was denn? Das ist doch die Wahrheit. Ich frage mich, warum Leute, die mir nicht followen, ein Stufe 1 Abo geschenkt bekommen. Das ist halt schon. Das ist aber auch genauso, das passiert mir halt auch ständig. Ich krieg dann irgendwie, eben habe ich auch ein Stufe 1 Abo bekommen
von irgendeiner Streamerin, die ich der follow ich nicht, ne? Die kenne ich nicht, der follow ich nicht, aber ich kriege ein Abo bei der geschenkt. Das ist halt total strange, also ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, es ist halt schon seltsam, finde ich. Also, ja. Ist mir persönlich auch unangenehm, wenn ich irgendwie... Achte doch lieber mal auf deinen Chat. Hello, how are you today, beautiful? I'm fine. I'm just a little bit sick, but I'm fine. And you? How are you? Ja, wir machen hier noch so ein bisschen. So, ich brauche Holz. Ausnahmsweise brauche ich noch ganz viel Holz. Also 2-3 Truhen werde ich mir wahrscheinlich machen. Oh mein Gott, wie süß bist du denn? Oh mein Gott, bleib hier. Ich will dich streicheln. Ja, ernte 3 Gewürze. Boah, ich bin voll der Pro-Gamer hier, ey. Ich freue mich schon drauf, wenn wir Dragon Age morgen weitermachen. Ach, guck mal, hier ist das. Oh, jetzt habe ich das für die Nacht, das Fragment. Jetzt muss ich nur noch eins, das so morgens früh. Das bräuchte ich jetzt dann noch. Und dann habe ich die Quest für Mutter Gothel ja schon fertig. Das ist doch voll toll hier. Hallo, warum gehst du nicht weiter? Ich weiß, wir sind fett, aber auch nicht so fett. Weißt du? Ach, schön. Schön. So, ich glaube, da oben kriege ich nicht, was ich brauche. Also, wenn wir schon hier unten rumgucken, können wir auch direkt... ein bisschen was tun. Wie findet ihr übrigens mein Outfit? Ich habe das halt so richtig so. Ich weiß nicht. Ich finde, das passt so voll. So absolut mein Style. Mehr als wie der Rock. Hallo Faye, wie geht's dir? Geht's dir schon ein bisschen besser oder hat das Schläfchen nicht so gut getan? Marginal, was willst du? Hä? Was? Wirf nicht mit klugen Wörtern um dich, ich bin heute dumm. Vergiss es, das ist heute echt nicht da. Mir war zu kalt, konnte nicht einpennen. Oh nein, du Arme. Genau deswegen habe ich 5 Katzen. Mir wird nie kalt. Das ist so schön. Katzen oder einen Menschen, ne? Ja. Wobei es mit 5 Katzen auch schwer ist zu schlafen, wenn die halt dann meinen, auch alle auf deiner Bettseite liegen zu müssen. Dann hast du so ein kleines Platzproblem auf Dauer. Ich bin oben ohne. Sehen wir nicht. Mein Hund lag auch auf mir drauf, aber half nichts. Bin eine Frostbeule. Yes, I know. Ja, ja, also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, jetzt oben ohne was zu sehen. Aber dann wird mir wieder vorgeworfen, ich würde andere Leute auf ihre Brüste reduzieren. Das ist ja wieder... Ne? Ach ja. Das war so geil, der Techniker war heute da und da war ich halt noch nicht gewaschen oder so. Ich war halt noch total verschwitzt und hab gestunken wie so ein nasser Ältes und hasse nicht gesehen. Und der kommt dann so rein, oh, ist Ihnen kalt? Ich so, nee, ich bin halt krank, ne? Ich sah halt auch wirklich krank aus, also ne? Nicht nur, also man hat es mir wirklich, also heute hat es mir wirklich krass angesehen, dass ich krank bin. Und er dann so, oh. Ich so, ja. Dann hat er kurz der hat sich dann extra beeilt mit seiner Arbeit, damit ich meine Ruhe wieder habe und hat mir dann noch gute Besserung gewünscht. Der ist halt
voll der nette Typ halt, ne? Er ist halt so ein älterer Mann. Aber der ist halt super nett, ne? Wo nichts ist, kann nichts weiter reduziert werden. Also, ich kann mich noch lebhaft dran erinnern, dass da viel war. Worauf man hätte reduzieren können. Es sei denn, du hast dir eine Brustverkleinerung gegönnt. Weiß ich ja nicht. Ich sehe ja immer nur deinen Kopf, also den Kopf im Stream. Mehr sehe ich ja nicht. Mir wird ja nicht gezeigt. Du meinst die Mückenstiche? Ja, genau, die Mückenstiche. Die die Mückenstiche, die so riesig waren wie so pralle Melonen. Wassermelonen, möchte ich dazu sagen, ne? Wassermelonen. Nicht so kleine Honigmelonen, sondern so richtig dicke Wassermelonen. So richtig krass. Und jetzt gerade fällt mir auf, dass das sehr bedenklich ist, dass mir genau das so krass im Gedächtnis geblieben ist, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. So. Alter, es geht jetzt um Obstsalat. Sehr gutes Rezept. Oh ja. Ich muss Sushi rausfinden, wie man Sushi macht. Also mir wurde von jemandem das so eine Seite gegeben, halt auf Englisch, wo die ganzen Rezepte sind. Also halt alle bisher bekannten Rezepte. Und gönne ich mir gleich, ne? Ich bin halt auch so ein Cheater, weil ich habe halt keinen Bock, da ewig und 12 Tage drüber. Nee. Dafür bin ich zu faul. Allein das Hummerbrötchen, das hat mich schon aufgeregt, dass ich das machen muss. Und das, ja, ist okay, wir gehen ja schon zurück. Das hat mich schon an den Rand der Verzweiflung gebracht hier. Ja, ja, ich gehe ja schon. So, mein bescheidenes Heim. So. Machen wir mal kurz was Leckeres. Ich muss mal kurz gucken. Haben wir für Kartoffeln? Nee, haben wir nicht. Okay. Deftiger Salat. Nee, den Salat. Oh Gott, ich hab auch nichts da, ne? Um mal kurz was zu machen. Ja. Ich habe hier schon ein bisschen was selber rausgefunden. So ist das nicht, ne? Ach, guck mal, das habe ich. So, automatisches Auffüllen und Kochen. Ja, nix. So, jetzt geht's los hier. So, automatisches Auffüllen. Komm, damit wir richtig schön Boost kriegen. Wir hatten eben Spaghetti Bolognese. Das war halt voll lecker, ne? Was mich daran erinnert, dass wir ja noch eine Einkaufsliste machen müssen. Für morgen. So. So, wie viele Truhen kann ich denn? Ich kann nur eine machen. Okay, na gut. Ja, besser eine als gar keine, ne? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So. Wie ging das nochmal mit F, ne? Da, 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 da. Ich hab zu viel Scheiß. Also selbst ich habe Geschichten gehört über diese sogenannten Mückenstiche. Damals schon. Ja, was ich sagen. Ich muss mal kurz gucken. Inwiefern ich hier noch so. Da ist die Truhe. Oh Gott, ey. Wenn du ewig und 12 Tage nicht mehr gespielt hast, ne?
Wie drehe ich die Dinger? Nein, warte. Nein, nein, verdammt! Oh Gott, Spielmechanik total verpeilt. Ah, geht doch. Scheiße, ey. In Ruhe links lesen. Psst. Halt die Klappe. Gucken den Chat. Alle 5 Sekunden reingucken. Ray, wie geht's? Schön, dass du da bist. Wie geht's denn so? Es wundert mich hier eigentlich gar nichts mehr, ne? Ich habe ja so gut wie gar nichts mehr in meiner Trü. So. Das kann da rein. Da, 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 da. Es geht so uns selber. Ja, nachdem ich heute komplett flach lag, den ganzen Tag über, geht es mir eigentlich jetzt ganz gut so, ne? Ich fühle mich wieder wie ein Mensch. Jetzt kann ich die ganzen Questgegenstände endlich da reinmachen. Meine Fresse, ey. Nee, warte, das lasse ich draußen. Ich mit meinem Sortierfetisch, oh mein Gott, mein Inventar ist endlich mal aufgeräumt. Ich bin happy. Ich bin glücklich. Scheiße, Alter. Ist das schön. Wie war denn dein Tag so? Was hast du denn heute so getrieben? Wolltest du heute nicht eigentlich auch Dinge tun? Das klingt so falsch, ne? Aber ich kann nichts dafür, dass das nicht verabsichtet ist. So. Ja, hi Mickey. Ja, wenn du mir weiter auf den Sack gehst, Mickey, dann versetze ich dein Haus irgendwo hin, wo du nicht in meiner Nähe bist. Ich war ja schon so nett und hab Minis Haus neben deins gepflanzt. Oh mein Gott, ist das ein schönes Kleid. Ich muss da rein. Warte mal, ich war kurz abgelenkt. Was für Geschichten? Naja, ich fühle mich heute nicht wirklich dazu in der Lage, ehrlich gesagt. Ja, mein Gott, ist ja nicht schlimm, ne? Oh mein Gott, guckt euch dieses wunderschöne Kleid an. Ich will das haben und ich habe nicht genug Geld. Gott, ich habe nie Geld. Das ist so schlimm. Weißt du, ich kaufe ja schon ständig bei dem ein. Und ich habe trotzdem nie Geld. Oh, die Schuhe sind ja süß. Einen schönen Tag noch. Ich beschwere mich gerade, dass ich kein Geld habe, kaufe aber jetzt Schuhe. Ich bin halt auch so, ne? Ja. Oh, wie cool. Zieht euch den Kamin rein. Und das Bett, das ist auch voll hübsch. Wow, ein Holztisch. Du hier, großartig, denn wir haben viel zu tun. Saika, ich bin so froh, dass du hier bist. Es wachsen Nachtdorn in meinem Fail. Fale? Fail? Fale? I need a dollar, dollar. A dollar is what I need. Yeah. Okay. Weißt du, wie man sie los wird? Ich kann sie beseitigen. Führe mich dorthin. Danke, sie sind einfach so aus dem Nix aufgetaucht. Okay. Entferne die Nachtdorn aus Vajanas Haus. Okay. Krieg ich hin. Das kann ich. Huch! Rennst du mir jetzt hinterher oder was? Ich fühle mich gestalkt. Ich fühle mich hart gestalkt gerade, Leute. Wow! Wir können auch endlich die Quest für Wally fertig machen, weil die haben endlich den Bug rausgeholt. Ich renne auch an ihrem Scheißhaus vorbei. Ne, ich bin halt auch so ein Intelligenzbolzen. Ich habe das Haus ja hierhin gemacht und nicht an den Strand. Ich dachte gerade kurz, ich spreche mit sich selbst. Ich? Ich rede immer mit mir selber. Guck mal, da ist eine Erinnerung aufgeploppt.
Eine Erinnerung ist erschienen. Sieh nach, was sie enthält. Ja, mache ich sofort, sobald ich die restlichen Nachtdorn weggemacht habe. Die Erinnerung läuft mir ja nicht weg. Denke ich. Weiß man ja nicht. So, gucken wir mal. Okay. Wir sehen Vajana am... Ich weiß nicht, sammeln. Keine Ahnung. Sprich mit Vajana. Okay. Ich erinnere mich an etwas über ein paar Blumen. Magische Blumen? Vielleicht. Vielleicht kann ich mich ja mehr erinnern, wenn wir zusammen in den Wald gehen und welche pflücken.